Dann morgen. Was geht, Selçuk? Alles klar? Ja. Wir haben ihn ja gerade auch Fußballdings getroffen. Triffst du besser Latte als ich? Sei ehrlich. Ja. Oh, komm, wir machen die kleine Challenge. Komm. Ich mach als erst dann du, okay? Ja. Passt aber, ne? Ja. Guck mal jetzt, Ina. Er spielt bei Manchester United, aber Hamburg. Komm, bis einer trifft, mir egal. Ich liebe es gegen kleine Kinder Challenges. Wie alt bist du eigentlich? 12. Guck mal, 12. Selçuk. Selçuk. Heißt du überhaupt Selçuk? Wie heißt du? Luan. Luan ist ein guter Verlierer auf jeden Fall. Aber ich gebe dir auch eine Chance. Wenn du triffst, hast du deine Ehre gerettet. Komm. Knapp. Da ist der Weg, da geht's Richtung nach Hause. Du kannst schon mal raus. Ja, Mann, geil gegen Leute mal ein bisschen so Fußball. Aber Digga, ich zeig dir doch mal. Komm, Daumen mir egal dann. Ich bin Torwart, nicht so Fetch. Echt Torwart? Ja. Ich zeig euch noch einmal Latte. Mach! Jawohl, Cristiano Ronaldo. Der Cristiano Ronaldo. Das war's auf jeden Fall. Vom Fußball, wir sehen uns, wenn Hola, wir Madrid. Hola Madrid. Smilo Dogs. Checkt auf jeden Fall ab, nicht vergessen. Normal, wie immer, ja, aber auch, weißt du. Hier Smilo, Milo. Smilo Dogs. Yo, was geht, ich bin's wieder Mert. Heute gibt's die Çalhanoğlu Challenge. Hakan Çalhanoğlu, da wo er gegen Dortmund getroffen hat. Wir blenden euch das kurz mal ein. Genau das. Wahrscheinlich ist das ein bisschen weiter weg, aber wir sind nicht Çalhanoğlu, weißt du. Aber wir versuchen seine Schusstechnik zu schießen, so mit Spann. Und der Ball dreht sich ja so. Bam, Winkel. Genau. Mal gucken, wie viele von den vier Bällen hier treffen. Lego. Und der Verlierer gibt natürlich nicht daraus. Çalhanoğlu, falls du das siehst, mach mal Training mit mir, weißt du. Andere Liga geflogen. Vom Bundesliga sind wir auf Serie A geflogen. Der ist zu mächtig geflogen, Mann. Ja, Digga, bisschen links, Mann. Uff. Das war die Just for Fun Challenge von Çalhanoğlu. Aber dazu wollen wir noch ein richtig geiles Video machen. Aber natürlich besser und so. Das war einfach mal so testmäßig für Vlog und was weiß ich so. Hä? Selfie-Latte. Kill. Film mich mal an. Guck mal jetzt. Ich zeig euch. Easy. Selfie-Latte. Geh hinter mir, Digga. Mama. Irgendwann später. Das war's vom heutigen Vlog.
heute ein bisschen Fußball gespielt, ein paar coole Challenges wieder gemacht fürs Wochenende. Jetzt gehe ich zum Training. Es ist gerade 1 Uhr, wollte ich sagen, 0 Uhr irgendwas. Hab jetzt verdaut und kann jetzt auch schön trainieren. Sexy Bag. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ramadan ist bald vorbei. Viele denken sich, yay, endlich keine Vlogs und normale Videos mehr. Denke ich mir auch zum Teil, weil zu vloggen ist echt anstrengend. Deswegen hoffe ich, dass ihr Verständnis für sowas habt, dass ich nicht jeden Tag die coolsten Themen habe und was weiß ich. Aber ich versuche das Ganze halt, wie ich es auch täglich einfach sage, so unterhaltsam wie möglich zu machen. Ich war heute noch Haare schneiden, wieder einmal, jede Woche fast. Türkei ist leider nicht weiter. Irland hat irgendwie die letzten Minuten noch ein Tor geschossen. Schade, aber was soll's, weißt du? Türkei. Nein. Naja, soll's halt nicht sein. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen. Haut rein und Peace. Morgen, ganz sicher.